In diesem Video geht es um verschlossene Tore, um Helles brutalen Sturz, um die Ankunft in Norwegen und um den ersten Stellplatz, den wir dort angefahren haben. Aber beginnen werden wir mit dem letzten Stellplatz, auf dem wir in Deutschland übernachtet haben. Ja, mit dem Ton klappt es bei uns auch nicht immer, wie in diesem Fall. Es gab hier ein unangenehmes Nebengeräusch. Deswegen sagen wir euch lieber den Inhalt von dem Gespräch, das wir gerade führen. Wir berichten, dass wir in Flensburg stehen, dass wir einen kleinen Radausflug zum ADAC gemacht haben, weil wir die Nordnorwegen-Karte gesucht haben bzw. vermisst haben und haben dann nach der Radtour feststellen müssen, dass es gar keine Nordnorwegen-Karte vom ADAC gibt. Und jetzt fahren wir über Dänemark Richtung Hirtshals und haben an einem schönen Stellplatz, an einem kostenlosen Stellplatz in Flensburg gestanden. Es gibt mehrere kostenlose Stellplätze in Flensburg, die teilweise sogar mit Ver- und Entsorgung zur Verfügung stehen. Und wir haben diesen Service genutzt, fahren jetzt weiter, aber bringen vorher noch fachmännisch unsere ProBits Mautbox an der Fensterscheibe an. Also, oben hier, ich gehe mal davon aus, das heißt öffne hier. Da machen wir das auch. Da haben wir hier schon. Ui. Ui, das schaut ein bisschen kompliziert aus. Hier ist eine ganz genaue Beschreibung. Die sollte man sich halt vorher auch selber mal anschauen, oder? Was hältst du da davon? Ich lese grundsätzlich keine Beschreibung. Ja, also, dann wundere dich nicht. Und außerdem sollst du erstmal die Scheibe sauber machen. Willkommen, du ProBits. Ja, also. Also, das ist ganz einfach. Da ist eine Tasche dabei. Da kann man die ProBits reinmachen. Wenn man nicht damit bezahlen will, dann wird nichts ausgelesen. Und hier haben wir zwei Teile. Das eine ist mit Klebstoff und dann haben wir hier die ProBits und die schiebt man da einfach rein und dann passt es. Und ich klebe die jetzt an die Scheibe und dann zahlen wir mit ProBits, wenn was zu bezahlen ist. Es steht ausdrücklich dran, dass du die Scheibe noch sauber machen musst. Ist so sauber? Naja, helle sauber wieder mal. Langt in dem Fall. Kurz hinter Flensburg befindet sich die deutsch-dänische Grenze, die wir als nächstes passieren mussten. Etwas mehr als 350 Kilometer kamen wir dann auch in Hirtshals an. Wir haben uns vorher nicht kundig gemacht, wie man nach Norwegen kommt. Gingen davon aus, dass man das spontan erledigen kann. Es standen drei Fähren wohl laut Wegweiser zur Auswahl. Wir entschieden uns für die Color Line. Ein zentrales Terminal zum Buchen einer Fähre haben wir nicht gefunden oder steht nicht zur Verfügung, so fuhren wir einfach zu einem Check-in-Schalter
in der Hoffnung, da unser Ticket lösen zu können. Aber da war überhaupt nichts los. Es gab auch keine Möglichkeit, ein Ticket zu lösen. Und so machten wir das, was in dem Fall angeraten ist. Wir schauten im Internet nach, fanden heraus, dass von der Color Line erst spät in der Nacht eine Fähre nach Norwegen fährt, während die Fjord Line um 18 Uhr eine Fähre nach Norwegen schickt. Also erstellten wir kurzerhand ein Kundenkonto bei der Fjord Line. Darüber hinaus beantragten wir noch die Mitgliedschaft im Fjord Line Club, weil da gibt es nochmal 10% und buchen die Fährpassage für die 18 Uhr Schnellfähre. Diese einfache Fährpassage inklusive Gustl und zwei erwachsenen Personen hat übrigens 248 Euro gekostet. Es hat alles wunderbar geklappt. Wir haben die Fähre sofort gefunden, konnten noch kurz einchecken. Wir waren nur kurz bei der Color Line. Helle, folgt nie. Ich sag halt an und schau nach. Nein, fährt er voll weiter. Und dann stehen wir am Check-in und haben natürlich keinerlei Fahrkarte, nix. Aber ja, es war dafür, nichts los. Ja, jetzt stehen wir auch am Check-in. Ja, aber jetzt haben wir gebucht. Und bei einer anderen Fähre, da sind wir gleich noch Mitglied geworden. Wie heißt die Fähre? Fjordline. Ja, genau. Und da fahren wir jetzt sogar mit der Schnellfähre. Also das wird richtig spannend und schnallt euch an, denn die ist richtig schnell. In 2,25 Stunden sind wir da drüben. Oh, okay. Ja, es lohnt ja kaum zum Raussteigen, oder? Aber wisst ihr was, hier in Dänemark, wir haben ja noch herrlichsten Sonnenschein. Aber der Wind ist schon ein kleines bisschen frisch. Somit habe ich meine lange Hose jetzt schon mal rausgeholt. Ja, wir stehen in Hirtshals übrigens. Ja, genau, haben wir noch gar nicht gesagt. Gell? Nein. Nee, okay. Und wir freuen uns jetzt auf die Fährüberfahrt. Und jetzt kriegt ihr ein paar Eindrücke, wie man auf die Fähre fährt, wie man sich da verhält. Und wir melden uns wieder oben aus der Fährkabine. Ja, genau. Und das kriegt ihr jetzt alles zu sehen, weil ihr das ja alle noch nie gesehen habt und auch selber zum Teil noch nie erlebt habt. Ja. Aber für mich ist das jetzt wirklich das allererste Mal, dass ich auf eine Fähre fahre mit dem Wohnmobil. Ja, mit Gustl für mich auch. Ja. Die Fähre hatte allerdings Verspätung, so ging es dann endlich mit 1,5 Stunden Verspätung los. Klar war nun, es wird eine Nachtankunft in Norwegen geben. Auf der Plattform ist ein kleiner Graben, vermutlich zum Abfließen von gegebenenfalls Wasser. In diesen Graben bin ich genau hineingestiegen und lag längs nach auf der Nase. Im Nachhinein sieht das alles sehr harmlos aus und ist auch zum Glück gut ausgegangen, aber das hätte ganz schön schief gehen können. Mir haben danach auf jeden Fall alle Knochen wehgetan.
immer unterwegs, bin sogar im verletzten Zustand. Aus dem Womo aussteige und der Länge nach hinfallen. Das kann, sowas kann ja nur in Helle passieren. Ich glaube, die Uzi hat mich geschubst. So wird's sein. Gegen 21.45 Uhr kamen wir dann in Kristiansand in Norwegen an. Wir mussten noch durch die Grenzkontrolle, denn wir verlassen ja die Europäische Union. Allerdings Personenkontrollen sind nicht vorgesehen, denn Norwegen ist auch dem Schengener Abkommen beigetreten. Seltenheit werden. Die Uzi freut sich schon. Weil wir natürlich nur begrenzte Mengen dabei haben. Muss man halt ein bisschen sparsam sein. Aber wir sind jetzt in Norwegen. Jawohl, und die ersten Probleme gab es schon, wie wir runtergekommen sind von der verspäteten Fähre natürlich, ja. Denn die Problematik war, wir wussten nicht, wo stellen wir uns hin. Ja, wir haben, es ist nämlich schon dunkel draußen und durch das eben, dass die Fähre ja verspätet losgefahren ist, sind wir natürlich auch ziemlich verspätet hier wieder angekommen und den Parkplatz, den man uns empfohlen hat, den haben wir halt nicht gefunden, weil es dunkel war, aber ich glaube, jetzt stehen wir ganz gut. Was wir jetzt schon gesehen haben, sind wir hier direkt irgendwo an einer Marina. Ja, also die Promobil-App für Stellplätze, die kann ich getrost vergessen. Was mich gerettet hat, war Park for Night, und zwar die Granis-Version, weil ich das Abo beendet hatte, nachdem ich ein paar Mal auf so nicht vorhandenen Plätzen gestanden bin. Und jetzt werde ich wohl das Abo vermutlich wieder aufleben lassen. Also würde ich schon sagen, das lohnt sich schon. Also bis jetzt hat es uns hier mal ein schönes Platz. Ach, was heißt schönes? Ich gehe davon aus, dass es schön ist. Es steht zumindest jede Menge Wohnmobile da. Ja, es stehen auch Wohnmobile noch da, ja. Und wie es wirklich aussieht, werden wir natürlich erst morgen früh sehen. Ja, also auf jeden Fall, wir haben jetzt einen schönen Abend und können uns entspannen. Und morgen melden wir uns wieder. Und morgen beginnt so richtig unsere Reise durch Norwegen. Jawohl. Etwas frischer ist es schon, auch etwas Wolken im Himmel. Aber guten Morgen alle zusammen. Das heißt guten Morgen alle zusammen. Ich habe nämlich schon ein bisschen geschaut, damit man wenigstens mal guten Tag und auf Wiedersehen und Danke sagen kann. Und es macht einen guten Eindruck, das Norwegen.
Schaut ja sehr schön aus. Ja. Und wir fahren jetzt ans Südkap. Hier gibt es schon mal Wasser, da können wir gleich Wasser nachfüllen. Ja. Ob wir Toilette entsorgen können, wissen wir noch nicht. Also da habe ich jetzt nichts gefunden, aber auch wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es Sanitärhäusle hier. Ja, und also das ist jetzt schon mal ein ganz netter Stellplatz. Mal schauen, was uns jetzt erwartet. Ja, also bis jetzt gefällt es uns natürlich gut. Aber wir waren ja noch nicht lang da. Nein, eine Nacht, aber die fängt schon mal ganz gut an und auch von der Temperatur. Es ist zwar, der Thermometer zeigt 15 Grad an, geht aber keinen Wind und die Sonne scheint. Na also. Absolut. Also unsere Start in den Norwegen-Urlaub ist hiermit zu Ende. Ja, aber wir stehen hier bei Sorge oder so ähnlich heißt es. Und genau heißt es, glaube ich, Holen oder so ähnlich. Ja, also nur Wir für. kennen uns halt nur gar nicht aus. Nein, und auch mit der Aussprache haben wir nur so die Probleme. Also vielleicht können wir es, blenden wir es unter ein. Mal Ja, schauen, was wir machen. wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns da jetzt weiterfahrt, ja? Ja, Und machen jetzt dann. erstmal Schluss für heute und orientieren uns jetzt erstmal. Ja, genau. Und als nächstes werden wir vom Südkap, denke ich, berichten. Mal sehen, wenn alles klappt, ja. Ja, also bis dann. Ciao. Tschüss. In unserem nächsten Video zeigen wir euch das Südkap von Norwegen. Wir fahren dann weiter Richtung Stavanger, können bereits einige Erfahrungen mit euch teilen, was Stellplätze angeht, und die Reise geht immer weiter Richtung Nordkap. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und würden uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Fahrt wieder dabei seid.